Hotza, eine Entwicklung. Nanu, relax, was ist da los? Hast du etwa hart trainiert in der Zwischenzeit? Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das überhaupt noch entwickeln kann. Umso überraschter bin ich. Ja, da freuen wir uns doch drüber, oder? Gucken wir mal, was bei rauskommt. Müsste ja noch größerer Wal werden oder so, ne? Okay. Jawohl. Jawohl. Worte zu einem Whale-Lord. Whale-Lord. Alles klar, dann wollen wir uns mal mit diesem Gaylord verabschieden in die Folge. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir auch schon wieder in der Folge. Willkommen zurück bei Pokémon mit Freaky. Ja, ihr habt es ja gesehen, es hat sich entwickelt. Wir haben jetzt einen Whale-Lord. Hier haben wir das nochmal. Ihr seht, die sind alle noch ein bisschen stärker geworden. Wir haben ein bisschen trainiert. Und ja. Schauen wir uns das doch gerade nochmal an. Boah. Das hat nämlich, da erstmal ja 189 KP ist schon nicht schlecht, hier Fontäne gelernt. Huch, kann ich da nicht irgendwie drauf zugreifen? Ja, genau. Hier, schaut mal, Stärke 150. Wasserattacken, die wirkungsvoller ist, wenn KP des Anwenders hoch sind. Also, wenn einer starken, wenn wir auf einen starken Gegner treffen, dann hauen wir umso mehr rein. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter hier, ne? Da sind wir schon rumgelaufen. Ja, es geht weiter. Weiter aus der Stadt. Nein, hier kamen wir nämlich rein in die Stadt. Was ist los jetzt? Es hakelt gerade so ein wenig. Okay, es hat sich, glaube ich, wieder gefangen. Ja, und irgendwie schwebt uns der nächste Orden vor, ne? Aber jetzt werden wir erstmal die Leute ansprechen. Das Monster, das bei Nacht angeblich aus dem Krater kriecht, ist doch bestimmt ein Pokémon, oder? Alle Dorfbewohner glauben an die alte Sage und halten sich an das Gesetz. Das muss ein echt schreckliches Pokémon sein. Gut hinter... Oh, guck mal, wer da steht. Willkommen in Tessera, wo die Leute sich noch an die Regeln halten, und zwar von Tag bis Nacht, wie an die folgende Regel. Wer tags genügend Sonne tankt, des Nachts nicht durch die Gassen wankt. Ja, wie dem auch sei... wir haben natürlich unsere Entwicklung jetzt vorne. Aber ich denke mal, wir wollen auch alle das Kobalium endlich mal in Aktion sehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob Raid jetzt kämpfen will. Wir gucken einfach mal, was er so zu sagen hat, ne? Nachdem wir mit der Schirmdame gesprochen haben. Och, wie konnte ich die denn vergessen? In unserer Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten, wie es Menschen gibt. Toll. Es hat sich ja gelohnt. Ich gehe einfach an ihm vorbei. Verdammt. Hey, ich habe gehört, die Salon von Team Plasma halten sich hier in der Gegend auf. Bist du ihnen zufällig begegnet? Nein, aber die kommen noch da schon. Wunderbar. Violacus. Neugieriges Trainerpacken geht auch gar nichts. Aber gut, ich bin kein Unmensch. Ich will versuchen, euer Wissenssource zumindest ein wenig zu stillen. Sicher wollt ihr hören, weshalb ich immer noch bei Team Plasma bin. Nun, es bereitet mir eben Freude zu beobachten, wie sich die Welt verändert. Hört mir zu, Pokémon, entstammen der Natur, doch Pokébälle sind ein Produkt der menschlichen Zivilisation. Die Errungenschaft derselben geben die Menschen bekanntermaßen nur ungern auf. Versteht mich nicht falsch, Zivilisation ist ebenso wichtig wie die Natur. Doch sollte es die Plasma gelingen, die Weltherrschaft zu gelangen, wird es versuchen, die Zivilisation samt Errungenschaften wie Pokébälle abzuschaffen. Eine Welt ohne Pokébälle. Kannst du dir das vorstellen? Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Halt die Klappe! Ich will nur das Pokémon zurückhaben, das ihr gestohlen habt. Mehr nicht. Freaky, dazu brauche ich deine Hilfe. Bist du bereit? Ja. Nur damit du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Freaky. Agro-Modus. Team Plasma. Wunderbar. Team Plasma ist wieder fällig. Aber diesmal ist der Captain dran. Violacius. Golbert. Wird vom Rüpel in den Kampf geschickt. Frigometri. So, jetzt können wir natürlich erstmal vor Raid ein bisschen trommeln und vor Team Plasma. Oh, das sieht aber auch cool aus. Dass wir ein legendäres Pokémon haben. Los, Kobalium. Tja, da staunt ihr nicht schlecht, was? Okay, und ich würde sagen, wir haben noch scheiß Attacken, deswegen nehmen wir die Sanktoklinge auf, Frigometri. Und das schützt sich natürlich erstmal selbst.
Beziehungsweise fällt das ganze Team, ich weiß es gar nicht so genau. Stärkt Pokémon, die für den Gegner kämpfen, gegen Spezialattacken. Sancto Klinge. Jawoll, das ist sehr effektiv. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber es ist sehr effektiv. Ja, relax, schön mitleveln, das ist gut so. Und da hatte ich das Kommentar, ich würde den nicht trainieren. Und wenn er tot ist, kann man ihn nicht trainieren, er hat keinen EP-Teiler. Nein, ich wollte den natürlich offline trainieren. Und ja, ich würde das erspart lassen, weil es dauert immer ewig. Ja. Es sei denn, es sagt mal irgendwann, wer jetzt macht, zeig doch mal, wie du trainierst. Dann müssen wir das halt mal machen. Sneebel. Wobei ich das halt auch immer so meistens so ein bisschen nebenbei mache. Dann zocke ich wieder ein bisschen, dann wieder nicht, dann zocke ich wieder, dann wieder nicht. Und dann müsste ich ja ewig Schnitte setzen und alles. Und von daher läuft es eigentlich ganz gut bisher. Ah, ihr hört, ich bin ein bisschen kaputt auch, ne? Wie gesagt, ich bin immer noch sehr gestresst momentan. Deswegen nehme ich auch zu so lustigen Zeiten wie 19 Uhr auf. Ja, ich habe meine zwei Pokémon besiegt und jetzt könnten wir eigentlich den Kampf verlassen. Also ich zumindest schon mal. Vergeltung. Ach ja. Das ist natürlich... Warum greift das mit dieser Attacke an? Warum greift er mit diesem Pokémon an? Naja, wir bleiben bei der Sancto-Klinge. Die scheint mir sehr effektiv zu sein. Auch gegen Golbert? Nee, gegen Golbert tatsächlich nicht. Ja, weil der ist ja Flug und wenn wir eine Kampfattacke einsetzen, ach ja. Ich habe mich da nicht mal schlau gesehen. Psycho-Flug sind auf jeden Fall effektiv gegen Kampf. Das müsste ja unser nächster Arena-Orden sein. Tatsächlich kann unser Wal, unser Relax, kann natürlich kann auch ein paar Psycho-Attacken, aber leider nur Erholung und sowas. Eisenschädel auf Golbert. Oh, endlich mal eine andere Attacke. Und das reicht sogar. Aber es hat ja noch ein Pokémon. Also abwarten. Ja, das ist klar, dass das fehlgeschlagen ist. Depontiox oder so. Was ist das denn? Das ist ein Haufen Müll. Ein Müll-Pokémon. Das kriegt jetzt aber wieder eine Sancto-Klinge. Tada! Auch nicht effektiv. Bruchrüstung von Deponitox wirkt. Deponitox, ach so. Ja, es ist tatsächlich ein Müllhaufen. Ein giftiger Müllhaufen, schätze ich. Matschbombe. Bah! Keimschleuder, könnte man es auch nennen. Ach, die hatten immer noch den Lichtschild an. Okay. Versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Eisenschädel. Ja, doch. Wunderbar. Also das Pokémon fand ich ja richtig schlecht, ne? Also, wenn dir nichts mehr einfällt, dann sollen sie das Lasten-Pokémon zu entwickeln, ne? Welch eine Schmach an der Seite von Violarcus zu versagen. Diese Kraft, die mir entgegenschlägt. Was ist das? Das ist Kobalium und Freaky! Ja. Und das, obwohl mir Meister Violarcus zur Seite stand. Wer in der Welt seid ihr? Ihr Rotzlöffel erinnert mich an das, was vor 2 Jahren geschah. Aber im Moment gibt es wichtigere Dinge. Wie wir gehört haben, befindet sich das Objekt, nach dem wir suchen, mit einiger Wahrscheinlichkeit in Trinity Lake City. Wir müssen unsere Spielstunde leider auf ein anderes Mal verschieben, meine Kleinen. Ausreich hinterher, mit Gebrüll. Stehen geblieben! Sag ich ja, mit Gebrüll hinterher. So, der hat von dieser Hütte hier gewartet. Dann gucken wir doch gleich mal hinein. Ein Mülleimer? Bitte. Wir haben so lange gesucht. Und ich hoffe, wir finden was in diesem Mülleimer. Oh, ich bin mir so unsicher, da reinzuschauen. Komm schon, Freaky. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Nein. Wieder nichts im Mülleimer. Was ist denn los hier mit den Leuten?
Ach, schade. Na gut, dann gehen wir weiter. Da sind die alle langgelaufen. Dann laufen wir da auch lang. Hey, nein. Ich muss gleich ins Pokémon Center, oder? Wobei, Kobalium können wir gerade mal mit dem Trank aufpushen, ne? Hypertrank. Bitteschön. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay, wo geht's hier lang? Route 12. Neue Pokémon, neue Abenteuer. Okay, da liegt was. Das habe ich mir schon fast gedacht. Der Weg sah so verdächtig aus. Timerball. Hier muss man, glaube ich, am Anfang des Kampfes werfen, ne? Ah, über die, ich wollte doch nur über die Wiesen tollen. Ah, Trainer. Wäre nicht verkehrt, aber wir hatten doch... Ah, da oben das sind wieder Pilze bestimmt. Vielleicht ein Item, ein Pilz. Genauso hier an der Stelle. Tipps für Trainer. Okay. Nein, ein Doppelkampf. Oh, ich weiß gar nicht, wer mit vorne ist. Schade. Chica und ich sind ein Herz und eine Seele. Ein unzertrennliches Team. Deshalb musst du gegen uns auch gleich zwei Pokémon in den Kampf schicken. Es macht irre viel Spaß, zusammen mit Eri Pokémon-Kämpfe zu bestreiten. Eri und Chica. Von Anhänger. Die sind Anhänger, okay. Roselia und Roselia. Trrr. Krok und Kobalium. Ist jetzt eigentlich nicht so eine geile Kombo gegen die da drüben. Ach, und Oink hat Flammenwurf erlernt. Anstatt der Nitro-Ladung, weil Flammenwurf ist eine recht starke Attacke. Dann habe ich mir gedacht, warum nicht? So, der kann hier noch nichts Neues. Ich versuche es einfach mal mit dem Felsgrab. Aber vorher Sancto klingen wir das Ganze nochmal. That's not really effective. Okay. So, wurde besiegt. Zack, zack, zack. Nächste Pokémon. Brrrt. Ein Blättertanz. Autsch. Okay, und dann nochmal vielleicht ein Eisenschädel. Ich weiß nicht, wie Stahl gegen Pflanze wirkt, aber wir sehen es ja gleich. Ansonsten einfach nochmal das Felsgrab. So als i-Tüpfelchen quasi. Tada! Kobalium gewinnt! Und relax auf Level 41. Sehr, sehr schön. Und besiegt. Hui, das war vielleicht ein Schock. Hui, das war vielleicht ein Schock. Also jetzt gehe ich ins Russische, nicht mehr ins Spanische. Wegen Chica bin ich so ein bisschen Spanische. Ist ja auch egal. Ich muss noch stärker werden, damit ich Chica vor jeder Gefahr beschützen kann. Schützen kann. Ja, und so geht das hier allmählich weiter, ne? Und wieder finden wir ein Item. Ach, da sind wir schon gleich in der Stadt. Cool. Das freut mich. Hier nur noch an Karate Johnny vorbei. Ich wollte nochmal hier oben gucken. Gibt es hier noch was? Nee. Können wir noch ein bisschen fangen und bla und hier und da. Route 12. Sie verlassen Route 12. Trindrake City. Aber erstmal eine Info abholen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe meine Uniform verloren. Geil. Mag ich. Mein Papi hat das Pinocchio hier für mich gefangen. Seine Kehrschelle ist ein ganzer Stolz. Ich hoffe, Chuck ist so ein niedliches Pokémon gewesen, genau wie ich es mag. Das habe ich meine Tochter gefangen und ja, seitdem bin ich hier und gucke ihr zu, wie sie damit rumspielt. So, richtig geschäftig. Bei gutem Wetter kann man hier viele Leute beim Sonnenbaden beobachten. Spannend quasi, du kannst halt Leute beim Baden begaffen. Wissen es macht, Umfragen sind Wissen. Das automatische Passantenumfragekomitee in Strato City
Ausrufezeichen. Ja, und mit diesen schönen Infos möchte ich euch jetzt aus dieser Folge entlassen und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Folge Pokémon. Ich hoffe, ihr seid dabei. Freut mich auf eure Kommentare. Macht's gut. Ciao, Freaky!